In einem der letzten Tutorials haben wir schon uns angeguckt, wie man denn verschiedene Texturen erzeugen kann, also allgemeine und auch bereits speziell die Glastexturen. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie man denn die Textur auf eine bestimmte Zeitebene verändern kann. Wir erzeugen dazu erstmal ein Objekt, zum Beispiel einen Würfel, und müssen natürlich auch noch eine Textur dafür haben. So, und viele haben jetzt schon gesehen, vielleicht, dass hier vor den einzelnen Begriffen immer so ein Punkt ist, wie auch also um hier so einen Key zu setzen. Das funktioniert darüber aber nicht. Ich erkläre jetzt nicht wieso. Das ist einfach, würde zu lange dauern. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Wir schließen das Ganze wieder. Wir haben die jetzt erzeugt und ziehen die Textur auf den Würfel. Und jetzt klicken wir hier bei der Übersicht auf die Textur vom Würfel. Und wir das, also mit Doppelklick, wenn wir das machen, öffnet sich dieses Fenster und hier können wir jetzt die Farbe ändern. Zum Beispiel in so ein helles Blau. Und hier ist jetzt wieder der Punkt Farbe und davor dieser kleine Punkt. Wir drücken jetzt wieder Steuerung und da drauf. Und hier setzen wir jetzt wieder ein Key. Übrigens, falls ihr das auch seht, dass meine Maus so flackert, ich kann euch nicht erklären, woran das liegt. Das sehe ich jetzt auch gerade erst. Egal, wir verschieben jetzt die Timeline wieder, ändern die Farbe entsprechend. Zum Beispiel zu einem, na, das ist jetzt eine hässliche Farbe, Entschuldigung. Falls ich damit jetzt jemandem zu nahe trete, dass die Farbe rosa hässlich ist. So, wir ändern die Farbe und wieder genau das gleiche. Wir setzen davor ein Key. Und wenn wir jetzt mal in der Timeline das verschieben, sehen wir, dass hier sieht man es noch genauer, dass die einzelnen Farben, also Rot, Gelb und Blau, entsprechend über die Timeline angepasst werden. Wie man sieht, wird dadurch in der Mitte das Grau. Wenn man das nicht möchte, kann man sich hier natürlich auch eine andere Farbe aussuchen. Zum Beispiel so ein helles Gelb. Und wieder mit Steuerung und hier davor wieder einen Key setzen. Und jetzt hat es so von Blau zu einem Gelbton zu Rot. Dazwischen dann halt ein Orange und hier zwischen so ein Grün-Gelb. So kann man das dann verändern. Man kann natürlich auch noch andere Effekte hinzufügen, wie zum Beispiel hier das Glanzlicht oder ähnliches. So kann man dann halt die Textur darüber verändern. Und ja, das war es eigentlich auch schon.